Und damit herzlich willkommen, liebe Dampfgünstig-Freunde, zurück auf dem Dampfgünstig-YouTube-Kanal. Heute geht es um die letzten drei von der Archangel-Serie. Und wie versprochen, gibt es auch heute das Giveaway für euch. Ihr könnt alle sieben Archangels, die ganze komplette Reihe, sieben Flaschen könnt ihr gewinnen. Und ja, das habe ich euch versprochen und das halte ich auch. Und ja, im Laufe des Videos werde ich euch dann Informationen dazu geben, was ihr machen müsst. Heute geht es dabei um Michael. Ich glaube, das ist richtig, ne? Nicht Michael, sondern Michael, Gabriel und Zadkiel. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal Zadkiel. Das ist die lila, ne? Blende ich jetzt dann auch nochmal ein. Ja, ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich. Jetzt mach ich schon wieder den Deckel drauf. Das ist immer so ein Ding, ne? Das nervt mich selber. Ich mach dann immer den Deckel wieder drauf. Weil ich muss ja sowieso gleich nochmal tröpfeln. So, ich würde sagen, wir pfeffern hier direkt mit, machen wir einfach mal 95 Watt bei 0,16 Ohm. Bli, bla, blub. Elitecord, Vismec Gen 3. Und wir starten mit Zadkiel. Das ist ein himmlischer Mix aus Pfirsichen, Nektarinen und Mandarinen. Wir sind gespannt, liebe Freunde. Wow. Wow, das schmeckt sehr lecker. Ein intensiver Geschmack, gar keine Kühle drin, ne? Ich finde das gerade bombastisch. Hier hat man wieder wirklich voll Geschmack, das finde ich geil. Und ja, hier schmeckt man auf jeden Fall definitiv ein Mix, ne? Rausschmecken kann man jetzt nicht wirklich, ob da alle drei drin sind, aber man merkt schon, Mandarine, Pfirsich, so das andere, Nektarine, also da ist auf jeden Fall, so ein Mix davon drin, ja, so soll es ja auch sein. Ich muss sagen, das schmeckt irgendwie geil, das schmeckt wie so ein leckerer, frischer, intensiver Pfirsich-Eistee. Ich muss sagen, das ist eine wirklich übelst krasse, leckere Pfirsich. Und das erinnert mich so ein bisschen an früher, zur Weihnachtszeit. Ne? Zur Weihnachtszeit waren dann immer bei uns so Schalen mit Nüssen, ne? Walnüsse, so hier so Nussknacker, so knack, knack. Und diese kleinen, ne? das waren Nektarinen, glaube ich. Ne? Die waren immer so saulecker, die habe ich immer einfach aufgepellt und rein in den Mund und weg damit. Und tschüss. Ne? Also das schmeckt man hier definitiv auch raus. Ne? Das ist schon saulecker, das erweckt so ein bisschen Erinnerungen von früher in mir. Das ist die Frage jetzt, ne? was normalerweise würde ich ja jetzt wieder sagen hier, dass dieser bestimmte Geschmack ist im Vordergrund oder das andere ist eher im Abgang. Also es hat einen süßlichen, auch auf den Lippen, einen süßlichen Abgang generell. Aber es startet auch süß, aber in einem Mix halt. Ne? Man hatte wirklich diesen, wie es auch da schon steht, diesen Dreiermix von wirklich süßen, leckeren Mandarinen, Nektarinen, Pfirsichen. Und ich finde die Kombination ist auch sehr geil gelungen. Also das ist wirklich so ein Mix, ey, der haut mich wieder aus den Socken. Also das ist der Wahnsinn, liebe Freunde. Das ist der Wahnsinn. Also wenn ihr auf sowas steht, Pfirsiche, Mandarinen, Nektarinen, das ist der Wahnsinn. Das schmeckt übelst lecker. Also der haut sich bei mir auch gerade in der Liga nach oben. Ne, jeder Dampfer hat ja
wer wirklich mehrere Liquids oder Aromen schon ausprobiert hat, so seine Favoriten, so seine Rangliste, ne, könnte man sagen. Und ich sag mal, das steigt gerade mit auf nach ganz oben, muss ich sagen. Also das ist wirklich, das schmeckt jetzt wirklich mega geil. Ist natürlich wieder Geschmackssache, liebe Freunde. Kann natürlich sein, dass ihr Mandarine, Nektarine, Pfirsich gar nicht mögt. Aber ich finde es auf jeden Fall mega, mega lecker. Also ich wüsste nicht, was man daran jetzt noch besser machen könnte. Also mit Kühle, ganz klar, ne? Kühle drauf wird das wieder kaputt machen. Obwohl für den Sommer so ein Tick, nur so ein Tick Kühle, so minimal, dass man die kaum spürt, wäre wahrscheinlich auch geil, aber das hat auch so schon irgendwie was Erfrischendes. Ohne Kühle, ohne Eiseffekt, ohne Colada oder sonstigen Müll. Ne? Ich finde, das schmeckt sau, sau lecker. Das pfeffere ich mir auf jeden Fall nachher noch in den Tank rein, wenn ich unterwegs bin. Gut, liebe Freunde, dann würden wir sagen, das war dann Zadkiel und wir sehen uns dann gleich wieder bei, ja, schauen wir mal, Gabriel oder Michael. So, liebe Freunde, und dann sind wir wieder zurück. Ich habe mir direkt mal nochmal einen Cappuccino gemacht. Mal eben das Fenster ein bisschen aufgemacht, sonst geht hier gleich wieder der Alarm an. So, wir machen weiter mit Gabriel. Gabriel. Waldmeister über Himbeeren und ein Klecks cremige Sahne. So Leute, was ihr machen müsst für das Giveaway, bevor ich das gleich vergesse. Ihr lasst ein Abo da, hier auf dem Kanal, einfach bing, 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 klick, 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 klick. Und ja, schreibt in die Kommentare mal euer Favorit von der Archangel Serie. Also von diesem Dreiteiler, den wir hier gemacht haben, das, was euch am geilsten schmeckt. Ne? Schreibt einfach den Namen Michael, Gabriel, Uriel oder was auch immer unten in die Kommentare und ja, abonniert den Kanal. Und das war's auch schon, liebe Freunde. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur gucken, ob auch wirklich euer Abonnieren auf öffentlich steht, dass wir sehen können, dass ihr abonniert habt. Wenn wir sehen, ihr habt eure Abos auf privat, dann wissen wir nicht, habt ihr abonniert oder nicht. Also bitte stellt das, wenn möglich, auf öffentlich und schreibt einfach euer Lieblingsliquid von dieser Archangel Serie hier einfach unten in die Kommentare. Ja, mehr nicht. Ne? Diesmal ein bisschen anders als in den anderen Giveaways, aber mehr auch nicht. So, ja, viel Glück auf jeden Fall schon mal allen dabei, ne, wenn ihr jetzt in die Tasten haut da. Und wir machen weiter hier mit dem Gabriel, ne? Gepaart würde ich sagen, ja, gepaart 50-50 mit einer Himbeere. Gehen wir noch ein bisschen hoch hier auf die 100 Watt. Ja, jetzt kommt beides auch noch ein bisschen intensiver rüber. Also beim Inhale hat man definitiv was Süßes. Das ist wahrscheinlich der Waldmeister. Und dann, wenn man das innehält, quasi kommt dann so die Himbeer dazu geprescht. Im Abgang schmeckt man beides, aber etwas cremiger. Das ist dann wahrscheinlich die Sahne. Auch eine lustige Kombination eigentlich. Waldmeister, Himbeer. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Hat irgendwas. Also, wie soll man das jetzt sagen? Also, pure, einfach nur Waldmeister wäre wahrscheinlich schon wieder zu langweilig. Und hier kombiniert das mal wieder übelst gut, so zusammen mit der Himbeere halt, ne? Waldmeister erinnert mich so ein bisschen an Slush-Eis. Waldmeister. Ja, und zum Abgang hin unterlegt halt mit der cremigen Sahne. Ja, also die sticht jetzt nicht wirklich raus, sondern
ist dezent im Hintergrund und umhüllt quasi so die beiden fruchtigen Sachen. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Man hat quasi so diese Bombe an Geschmack. Und darum gleitet das so weg durch die cremige Sahne. Ne? Also ist auch lecker. Ich finde es eher was Chilliges. Ne, diese cremige Sahne macht irgendwie so ein bisschen das so ein bisschen chilliger. Im Gegensatz zu den Pfirsich-Nektarinen-Mandarinen von gerade eben. Ne, das ist wirklich so bam, Fruchtexplosion. Und hier ist das halt wirklich so auch fruchtig irgendwie, aber halt umhüllt mit irgendwas Zartem, ne, mit dieser Cremesahne. Das ist auch irgendwie gut. Ich glaube, das wär nicht so cool, wenn der Himbeer-Waldmeister jetzt so voll reinpfeffern würde. Könnte sein, dass es auch lecker ist, aber ich glaube, so ist das schon gut, wie das hier gemacht wurde. Ja, dann würde ich sagen, springen wir über auf die letzte Flasche. Das wäre dann Michael und ich sag mal bis gleich. So, liebe Freunde, dann kommen wir jetzt zum letzten. Und das ist Michael. Leckere Bourbon-Vanille mit marokkanischer Minze und Weidemilch. Was ist denn Weidemilch? So frisch von der Kuh oder was? Ich weiß es nicht. Weidemilch sagt mir jetzt nichts. Aber ich denke mal, da wird nicht super viel Unterschied sein. Bourbon, Vanille, Marokkminze und Weidemilch. Schauen wir mal, liebe Freunde, ob das jetzt hier so lecker ist wie die anderen auch. Au. Au. Au, 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 au. Okay, das schöne Thema, was ich so liebe, die marokkanische Minze. Aber wie ihr sehen könnt, kann man hier ordentlich pfeifen. Ohne dass man Hustenreiz bekommt und direkt vom Hocker fällt. Also hier ist die Minze, die marokkanische Minze, gut. Nur marokkanische Minze ist definitiv generell eigentlich schon sehr lecker. Die ist hier allerdings sehr dezent gehalten. Das heißt, hier kann man auch mal einen richtigen Zug durchpfeffern, ohne dass man, wie gesagt, dann vom Hocker fliegt und da einen Würgereiz bekommt oder sonst was. Ne, jetzt zum Beispiel hat man zwar noch ganz minimal, aber wirklich nur ganz minimal so ein Tick. Du hast irgendwann vorhin mal einen Pfefferminzbonbon gelutscht oder irgendwie sowas. Ne? So, das ist schon quasi so gut wie wieder weg. So, das finde ich ja nicht schlimm, das hatten wir auch gesagt. Ne? Ein Geschmack, was ich von einem Bourbon-Vanille-Eis kenne, ist hier drin. Das hat so einen Eigengeschmack. Kennt ihr das? Ja. Milch schmecke ich ehrlich gesagt jetzt leider hier nicht wirklich raus. Es hat wieder irgendwas, ich denke mal durch die Vanille und wenn da wirklich Milch drin ist, durch diese Milch hat es wieder so was Cremiges. Ne? Allerdings muss ich sagen, im Vordergrund steht hier definitiv die marokkanische Minze. Danach kommt die Vanille und ja, Milch hin oder her, irgendwas Cremiges oder das ist halt die Vanille auch, ne, dieses Cremige. Also da schmecke ich jetzt leider die Milch nicht so raus, dass ich sagen kann, ja, da ist eine Milch drin. Vanille, ja. Was Cremiges, ja, kann aber auch die Vanille sein, muss nicht die Milch sein und die Minze schmeckt man. Aber das ist jetzt nichts, was, ne, das ist eher wieder so im Komplettpaket wieder was Cremiges. Und nicht jetzt irgendwie aufdringliche Minze oder irgendwie sowas, ne? Auch lecker. Ja, mehr kann ich da auch schon nicht mehr zu sagen, ne? Also Marokkminze, Vanille, passt. Weidenmilch, Ja, eine leichte Hauch, ein Hauch Minze, nicht übertrieben. Genau nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Ne, also andere übertreiben da teilweise wirklich mit ihren
frische Effekten, das wisst ihr. Muss ich nichts mehr zu sagen und ja. Ich würde sagen, das war's dann auch, liebe Freunde, mit den letzten drei. Irgendwie bin ich ein bisschen traurig gerade so, dass die Serie vorbei ist, weil das hat wirklich Spaß gemacht. Ne, das ist schon alleine so die Beschreibung, die Name, die Aufmachung von den Liquids, so dieses Angelhafte, ne, dieses Engelsmäßige, so, ne, hat mich am Anfang direkt so an so ein, hier an Diablo 3 erinnert und mit den Erzengeln, Tyrael und so und ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hat irgendwas so, sondern dieses mystische irgendwie so Geschichte und die Beschreibung alleine, wie das hier zum Beispiel frisch gebackene Torte mit Buttercreme, so da, oh, da läuft einfach schon nur beim Lesen das Wasser im Mund zusammen so, ne? Also es war immer irgendwie was, wo ich mir dachte, Alter, oder Omas Vanillepudding mit Soße und roten Früchten und karibischer Rohrzucker bestreut, so, ne, das macht so voll die Fantasien im Kopf, wie krass das schmeckt, so, ne, und meistens war das ja auch wirklich so, das hat wirklich alles echt super geschmeckt, ne, und ja, irgendwie ist das ein bisschen traurig, so, ich bin so traurig irgendwie ein bisschen darüber, dass ich hätte gern noch 10 andere davon gehabt, ne? Gut, liebe Freunde, dann vergesst nicht, ne, was ihr tun müsst. Für das Gewinnspiel habe ich ja bereits gesagt. Lasst ein Abo da, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut da rein.